Dieses Video ist ein Re-Upload eines alten Let's Plays. Es könnten also Themen angesprochen werden, die nicht mehr aktuell sind, oder Aussagen getroffen werden, hinter denen ich heute nicht mehr stehe. Vielen Dank für euer Verständnis. Lutsch mein Bart. What the fuck? Und damit willkommen zu dem Special zu einem Spiel von Anno Tobak. Ihr könnt euch sicher schon denken, um welches Spiel es geht, nämlich um Harrys Mutter, also die Lilly, ne? Nein, das ist es nicht. Nein, es geht um Harry Potter und der Stein der Weisen. Und wie auch das Let's Play, ist auch dieses Special. Tobi Digital. Wie ihr alle wisst. Mein Name ist Agatha Pickel. Hä? Was? Nein, das ist überhaupt nicht mein Name. Mein Name ist Dragon. Dieses Scheißprogramm macht nie das, was ich möchte. Ja, diese Situation hatte ich im Spiel auch öfter. Das hat manchmal auch einfach nicht gemacht, was ich möchte. Flipendo. Du sollst nicht die Wand anflipendon. Alter, diese scheiß Kamera. Alter, ich hab Springen gedrückt. Warum hat Harry das Rad nicht eingesammelt? Aber diese Kack-Steuerung. Was kannst du eigentlich, Harry, dass du nicht mal aus der Entfernung triffst? Schade. Was war das denn? Warum hat er sich nicht festgehalten? Ganz ehrlich. Nicht darüber zu Alter, halt dich fest, Harry. Ganz ehrlich. Weißt du nicht, was das ist? Und Alter, ich hab Springen gedrückt. Ich hab die so gekriegt. Alter. Ich hab das Ding doch schon längst getroffen. Du sollst ja nicht hochklettern. So hässlich. Ich meine, guck dir mal die Ohren an. Ich bin gesprungen übrigens, ne? Ich bin gesprungen. Ich hab die Springentaste gedrückt. Ich würde gerne zur Seite gehen können, aber das fanden die Spieleentwickler ja wohl zu aufwendig. Alter! Du hättest dich da festhalten müssen. Und hüp. Der ist echt zu dämlich, sich festzuhalten. Hat er denn jetzt auch den richtigen genommen? Oh nein. Autsch. Er hat nicht den in der Mitte genommen. Boah. Da ist es doch schon verständlich, wenn man dann mal ein bisschen sauer wird, oder? Du kleiner Scheißer, ey. Jetzt darf ich das alles nochmal machen. Ich darf die erste Pflanze nochmal einsammeln, ich darf die zweite Pflanze nochmal einsammeln, ich darf die scheiß Truhe nochmal aufmachen. Alles nur, weil dieses Kackspiel versagt, wo es eigentlich was tun sollte. Nämlich springen! Ja, und ich habe mir auch schon eine Theorie überlegt, warum der Harry denn nicht springt, wenn ich es will. Harry Potter ist sich zu fein, um zu springen. Er möchte das Spiel in die Länge ziehen, damit er mehr Sendezeit auf meinem Kanal hat. Aber Theorien hin oder her. Wenn ein Charakter nicht macht, was man möchte, gibt es eigentlich nur eine Lösung. Man muss ihm in aller Ruhe und Gelassenheit erklären, was man eigentlich genau von ihm möchte. Siehst du, das ist Springen, wenn ich auf die behämmerte Leertaste draufdrücke. Verstanden? Springen. Springen heißt für mich springen und nicht rumstehen und in den Abgrund laufen. Das ist Springen, Harry. Genau das. Und was anderes wollte ich gar nicht von dir. Und wenn er es dann mal geschafft hat zu tun, was man möchte, sollte man ihn natürlich auch loben. Denn das ist der bedeutendste Schritt in der Erziehung eines Videospielcharakters. Wunderbar, du hast es geschafft, zwei Sprünge zu schaffen. Ich bin erstaunt, Harry. Zwei Sprünge und das am Stück. Ich wäre auch gerne so talentiert wie du, dass ich zweimal springen kann. Aber manchmal war das Spiel auch einfach nur unnötig fies. Nein. Alter. Bosskampf. Creature. Nicht Creature. Wie komme ich auf Creature? Nein, Peeves. Wir haben gerade Schaden gekriegt. Dadurch, dass er in der Filmsequenz durch uns durchgeflogen ist. Alter! Genug geärgert.
Entspannen wir doch einfach mal bei einer schönen, chilligen Fahrstuhlfahrt. So, schön nach oben fahren mit dem Fahrstuhl. Ach ja, dieses Let's Play war Emotion pur. Ich bin gut, ich bin gut, ich schaff das, ich schaff das, ich bin gut, ich bin gut, ich bin gut, ich bin gut, ich schaff das, ich schaff das, ich bin gut, ich bin gut, ich schaff das, ich bin gut, ich bin gut, ich schaff das, ich schaff das, ich bin gut, ich bin gut, ich bin gut, ich bin gut, ich schaff das! Du hast meinen Besen kaputt gemacht, Pott! Du hast meinen Besen kaputt gemacht! Harry hat Malfoys Besen kaputt gemacht. Das war sein allerbester Freund. Jetzt hat Malfoy doch überhaupt niemanden mehr. Besen haben auch Gefühle. Wenn man mal ganz davon absieht, dass sich das Spiel selbst nicht darüber einig war, ob das Schloss nun Hogwarts oder Hogwarts heißt. Ich bin's, Hermine Granger. Wir haben uns im Hogwarts-Express kennengelernt. Was immer auch drin war, in Hogwarts sich... hatte das Spiel eine echt bestechende Logik. Wir sollen uns beeilen, zum Flugunterricht zu kommen. Aber der ist erst Tage später? Natürlich, Hermine hat uns gerade einfach mal 50 Hauspunkte gegeben. Wie schön, dass so ein Flipendo die für immer und ewig bewusstlos machen kann. Warum ist Flipendo eigentlich kein verbotener Fluch, ganz ehrlich? Ich meine, man schießt einmal einen Gnom an mit diesem Flipendo und er ist lebenslang in diesem Jammerzustand. Wow, wie das Wasser erstmal überhaupt keine Reaktion darauf zeigt, dass ich drinstehe. Es plätschert auch nicht, wenn ich durchlaufe. Okay. Die hat scheinbar auch nichts anderes zu tun, als Briefe zu schreiben. Das sieht ganz nach einer Doxy aus. Autsch! Das sagt sie vor allem so emotionslos. Das sieht ganz nach einer Doxy aus. Alohomora. Hat er gerade echt auf die Doxy Alohomora gemacht? Den ganzen Tag brennen ihn die Kerzen und niemand kümmert sich drum. Voll die Stromverschwendung. Er kriegt es anscheinend auch jedes Mal mit, wenn wir den Raum verlassen, obwohl er uns nicht sehen kann. Ja, das ist das Logischste, was man machen kann, Harry. Wenn man runterfällt, versucht man nicht, sich irgendwo festzuhalten. Nein, man hebt die Arme in die Luft und schreit. Ich höre Frösche? Ich meine, man darf immer noch nicht von Filch gesehen werden, aber der Schulleiter hat einen in diesem Abteil gesehen. Krieg dich! Und wenn ich dich habe, wirst du deine Taten noch bereuen! Welche Taten? Dass ich Türen aufgemacht habe? Ganz ehrlich, der Stein der Weisen wurde nie erwähnt vorher. Los jetzt! Der ist vorher nie erwähnt worden. Und jetzt heißt es, sie lüfteten das Geheimnis des Steins der Weisen. Ja, spiel einfach tonlose Töne und es schläfert ihn trotzdem ein. Soll doch irgendwer unsterblich werden, ich gönn's ihm. Solange es nicht der bisher noch nie erwähnte Voldemort ist. Ja, aber das ist schon so ein ordentliches Spiel. Es hat auch viele Elemente, die viele andere Spiele auch haben, wie etwa unsichtbare Wände. Da können wir aber gar nicht lang gehen. Eine unsichtbare Wand. Unsichtbare Wände sind doch immer was Schönes. Oder sinnlose Gänge. Und hier ist ein völlig sinnloser Gang. Schön, dass sie auch daran gedacht haben, sinnlose Dinge einzubauen. Oder Bugs. Wie kann der so auf der Kiste stehen? Genau, klettert die Luft hoch. Ja, guck, der steht da noch. Und hier scheint irgendwie eine Art Tür zu sein. Ja, toll, jetzt standen wir im Kessel drin. Schon wieder. Und sehen uns hier schöne Grafikfehler an, wie zum Beispiel diese rumspackenden Schatten da hinten, die sich immer im Kreis drehen, wenn wir nach oben oder unten gucken. Da ist eine Bildkarte drin. Genau, geh nach oben in die Luft. Ja, toll. Zum Glück hat er sich jetzt nicht in der Wand festgebackt. Ja, kletter an der Luft hoch. Du warst zwar schon oben, aber du kannst ja trotzdem nochmal die Luft hochklettern. Genau, kletter wieder im großen Nichts hoch. Oh, sind das schöne Spackereien, die da zu sehen sind.
Ist er gerade in den Boden reingeklettert? Ja, der redet ja gar nicht, wenn man ihn anrempelt. Ist das ein Fehler? Soll der überhaupt hier stehen? Du hast mich angerempelt. Scheiße, ey. Kacke. Bist du irgendwo runtergefallen? Ich glaube, das ist ein Fehler. Man soll da gar nicht reingehen können und der soll einen anquatschen. Mhm. Ja, das schwebt in der Luft, ne? Hier ist so eine Lücke zwischen. Schalter hängen nicht anwenden an Stromverbindung oder irgendwelchen Mechanismen. Die kleben in der Luft. Wusstest du das nicht? Da rennt einer in die falsche Richtung. Du stehst schon drauf. Es ist vergeblich zu versuchen, die Luft hochzuklettern. Weißt du das denn nicht? Und dieses Buch. Du bist doch schon drin! Die Katze hat sich scheinbar da unten festgebackt, weil Mrs. Norris sich da unten festgebackt hat. Sag bloß nicht, Filch hat sich da drüben festgebackt. Doch hat er. Natürlich gab es auch ein paar Soundbugs. Am besten du gehst mal zu ihm und fragst nach, was los ist. Bitte hilf! Oh. Und schon nach kurzer Zeit fiel mir auf. Die haben ja alle irgendwie so komische Sprachfehler, also die hängen sich immer auf. Mit den Tasten zum Beschleunigen und Bremsen kannst du deine Fluggeschwindigkeit regulieren. Mal sehen, wie du mit kleineren Ringen zurückkommst. Jedes Team hat zwei Treiber, die versuchen, diese Klatscher abzuwehen. Es ist seine Aufgabe, einen Schnatz aufzuspüren. Muss ich die kaputt machen? Was? Eindringel-Ringel-Ringel-Ringel? Oder was hat der gerade gesagt? Ja, mit der Kommunikation war das in diesem Spiel allgemein ein ziemliches Problem. Denn man redet Menschen an, indem man sie anrempelt. Kannst du mich mal nach dem Weg fragen? Ich liebe dich. Hier hast du 25 Bohnen. Wie geht's dir? Nicht so gut, du hast mich gerade auf den Boden gerammt und mir sind 3 Zähne rausgeflogen. Tut mir leid. Aua, mein Auge! Rede mit mir! Jetzt bin ich beleidigt. Bitte hör auf damit! Was dich anzurempeln, anders kann ich aber nicht kommunizieren. Wenn man sich Gemälde ansieht. Bitte hör auf damit! Und bezüglich dessen war das Spiel manchmal auch voll fies. Das ist so arschig, der hat übelst die Superkräfte. Ich meinte, der kann reden, ohne Leute dabei anzurempeln. Naja, aber immerhin haben wir gelernt, wie man stottert. Und das ist ja schon mal was. Außerdem hatten wir zwischendurch immer wieder Hilfe von netten Objekten wie Blöcken oder Bäumen oder Wolken. Komm, sei ein braver Block, komm zurück. Ja, wer ist ein braver Block? Du bist ein braver Block. Was für ein netter Baum. Ein Applaus bitte für den Baum. Yeah. Baum! Wir lieben den Baum! Baum! Ich bin ein Typ von dir! Wir laufen auf den Wolken, wir sind Skywalker. Die Lehrer waren zwar immer wieder unfreundlich zu uns. Es klingt immer so, als ob die einen loswerden wollen. Jetzt mach aber, dass du weiterkommst. Ich will dich hier nicht. Und das Personal ist sogar echt beleidigend geworden. Bete, dass ich dich nicht finde, du kleiner, hinterhältiger Schüler. Oh, Schüler. Das ist eine Beleidigung. Das muss ich mir nicht bieten lassen. Niemand nennt mich ungestraft Schüler. Er hat mich schon wieder Schüler genannt. Muss ich mir das bieten lassen, Leute? Muss ich mir sowas bieten lassen? Du Hausmeister, du. Ha! Das war's, jetzt habe ich es dir zurückgegeben. Dafür, dass du mich Schüler genannt hast. Du bist ein Hausmeister, haha. Du hinterhältiger kleiner Hausmeister. Gut, ein paar Mal habe ich zurückbeleidigt. Aber immerhin wissen wir, warum sie uns so wenig mochten. Es lag an Folgendem. Wir haben ja nichts anderes im Kopf als Bohnen. Wir haben über 200 Bohnen erreicht. Das gibt ein 200-Bohnen-Special. Nein, gibt's nicht.
Party! Bonan Party! Bonan Party! Ach ja, und vielleicht auch deswegen. Ich weiß nicht, ob dem Schulleiter so gefällt, dass wir ständig seine Vasen kaputt machen. Ich kann mir nämlich gut vorstellen, dass uns ein Lehrer dabei beobachtet hat. Denn die tauchen ja irgendwie aus dem Nichts auf. Irgendwie ist Dumbledore eben auch einfach aus dem Nichts aufgetaucht. Und ich hab mich auch öfter gefragt, wie zum Geier sind die hier hingekommen? Eben standen sie noch da und jetzt stehen sie auf einmal hier. Zauberei? Moment. Wie ist der von da hier hingekommen? Wie ist er jetzt hier hingekommen? Naja, aber dank Tahuyuga wissen wir ja jetzt. Ach, das ist immer bei Harry Potter und der Stein der Weisen spielen. Vielleicht meinte er damit auch manchmal die Rechtschreibung. Bei dem Umhang lag eine Notiz. Da stand ein Notiz. Denn wir haben den, dessen Namen nicht genannt werden, Darr, besiegt. Aber ich möchte euch das Spiel nicht madig machen, denn es ist ein sehr schönes Spiel zum Let's Playen und es hat sehr viel Spaß gemacht. Und es gab auch mal die ein oder andere Gelegenheit, wo ich selber ganz fies sein konnte. Viel Spaß in deinem Abgrund da unten. Leute, ganz besonders Hausmeister verarschen, hat auch immer viel Spaß gemacht. Geh weiter, Potter. Halte dich von diesem Korridor fern, wenn du weißt, was gut für dich ist. Der ist noch nicht geputzt, da darfst du nicht rein. Ja, und meiner Kommentation, beziehungsweise auch Tahuyugas Kommentation, haben wir es zu verdanken, dass das Spiel manchmal etwas niveauloser geworden ist, als es eigentlich ist. Geh zum Zaubertrankunterricht. Während ich, dieser Rüstung ein Flipendo in den Sack schieße. Oh, genau da. Oh ja. Oh, ja, ja. Kannst du bitte mal aufhören? Oh. Bisschen, mein Sack brennt. Ist aber scheißegal. Ich bin Harry Potter. Es hat mich hier nicht zu stören, dass meine Eier brennen. Ja, die Kommentation. Die hat mir auch ziemlich viel Spaß gemacht, das Ganze zu kommentieren und zu bearbeiten. Und da haben wir einen Stern. Nein, ich fange jetzt nicht an zu singen, einen Stern. Ein Stern. Dein Gesicht zersät. Ah, ein Gnom! Flipendo! Flipendo! Achso, das ist Professor Flitwick. Und meine Lieblingsaufgabe war das hier immer, diese Wingardium Leviosa-Aufgabe. Wenn man da einfach das Schloss von außen sehen kann, das war so schön. Da fühle ich mich immer wie eine Märchenprinzessin. Eine Märchenprinzessin mit Bartstoppeln, Ganzkörperbehaarung und total den Augenring. Das ist so geheim, dass wir es auf Anhieb gefunden haben. Verdammt mich. Mit deinem Kopf. Okay, hier. Diese Szene ist aufgrund gewalthaltiger Darstellungen zensiert. Oh. Ach ja, und wo ich nochmal ganz betont drauf hinweisen möchte. Seht euch diese Styler-Brille mal an. Yay, stylish. Oh, yeah, geil, Mann. Yo, ich geh nach Hogwarts. Das ist der King auf dem Schulhof. King auf dem Schulhof. Denn ich hab eine... Steiner-Brille! Steiner-Brille! Oh, das fetzt! Manche, der denkt hier, dass ich der Schulleiter bin. Doch sie werden merken, dass das gar nicht stimmt. Ich geh auch noch zur Schule, ich...
Ich bin nur 300 Jahre lang sitzen geblieben. Sitzen geblieben! Sitzen geblieben! Sitzen geblieben! Sitzen geblieben! Doch das macht nichts, denn ich geh nach Hogwarts! Das ist der King auf dem Schulhof. King auf dem Schulhof. Denn ich hab eine... Stoiner Brille! Stoiner Brille! Oh, das fetzt! Yo, peace out! Okay, das war's mit diesem Special. Ich hoffe, wir sehen uns bei dem nächsten Projekt wieder, was folgt. Oder bei einem anderen schon angefangenen Projekt. Yo, und dann sage auch ich mal, peace out!